Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit einer neuen Kartenlegung. Ich wollte die Karten legen für die Woche vom 4. Oktober 2021. Da der Oktober aber allein schon astrologisch gesehen wohl ein besonderer Monat wird, habe ich mich entschieden, diese Legung dem kompletten Monat Oktober 2021 zu widmen. Ich habe dafür folgende Decks verwendet. Einmal das Mysterische Momente von Katrin Wetz-Stein. Dann das Orakel Seelenmedizin von Lisa Bieritz und als drittes das Shadowscapes Tarot, Tarotkarten mit ganz, ganz wundervollen, schönen, gemalten Bildern. Das Tarot ist von Stephanie Puymon-Law oder La, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es enthält ganz, ganz wunderschöne Karten. Ich habe eine Sechserlegung gewählt, das heißt, was ist wichtig in diesem Monat, was sind die Themen? Welche Einflüsse aus der Vergangenheit haben wir da noch? Welche gegenwärtigen Einflüsse gibt es? Was kannst du tun? Wohin wird es führen? Und gibt es zusätzliche Impulse oder eventuell auch eine Zeitangabe? Dann schauen wir mal, worum es in diesem Monat Oktober geht. Es geht um das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein verbinden wir immer mit einer Stärke, mit einem Auftreten nach außen, mit einer kraftvollen Erscheinung. Letztendlich ist es aber vom Wortsinn her etwas anders. Das Selbstbewusstsein heißt, sich seiner selbst bewusst zu sein. Bist du dir deiner wirklich selbst bewusst? Weißt du, wer du in deinem innersten Wesenskern bist? Das ist das Thema, worum es in diesem Monat geht. Und es geht um die Fülle. Die Fülle hier dargestellt durch ganz viele Farben, durch den Schmetterling, der ja das Symbol schlechthin ist für Transformation von der Raupe zum Schmetterling, mit vielen Herzen, mit vielen bunten Impulsen. Also es geht um die Fülle in allen Facetten. Und hier haben wir die sieben der Münzen. Es geht also um einerseits um Wachstum. Man sieht, sie erntet, ne? Es geht um Wachstum, um Reife, um Ernte. Aber die sieben der Münze sagt auch, dass es dazu etwas Zeit und Geduld braucht. Nimm dir also Zeit, nimm dir Ruhe für diesen Monat und schaue im Oktober, was kannst du tun, um die Fülle zu leben und um dir deiner selbst bewusst zu sein. Welche Einflüsse spielen da noch rein aus der Vergangenheit? Die Verbundenheit. Verbundenheit hier ganz schön dargestellt, diese bunten Blätter, das passt natürlich wunderbar zum Oktober. Diese Verbundenheit in Verbindung von Verwurzelung und andererseits ist sie hier etwas von der Erde abgehoben, also verbunden mit Himmel und Erde. Und diese Blätter, die Herbstblätter in den Herbstfarben, die fallen, die symbolisieren ja auch so diesen ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens. Also sich seiner selbst bewusst zu sein, heißt, sich dessen bewusst zu sein, dass wir ein Teil dieses Kreislaufs sind. Und zwar ein ewiger Teil, ein unvergänglicher Teil vom Bewusstsein her. Die Begeisterung. Die Begeisterung liegt im Stapel der Karten, was als Einfluss aus der Vergangenheit gerade wirksam ist. Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns. Die letzten anderthalb Jahre waren wahrscheinlich für niemanden wirklich einfach. Und es ist eine Zeit des Lernens, des Reifens und auch eine Zeit, wo die Geduld sicher nicht verkehrt ist, die wir dazu brauchen. Da dies eine Karte aus dem Stapel Einfluss der Vergangenheit ist, denke ich, wir haben darüber hinaus vielleicht unsere Begeisterungsfähigkeit so ein wenig verloren. Kannst du dich da wiederfinden? Ist deine Begeisterung etwas auf der Strecke geblieben? In diesen Zeiten bist du sehr im Außen beschäftigt? Und kannst dich für die inneren Werte, für die inneren Themen, für dein inneres Feuer nicht mehr begeistern? Dann schau mal genau hin. Und dann haben wir noch den Stern. Der Stern ist eine Karte, die immer die Zuversicht zeigt. Der Stern hat mit Zuversicht zu tun, mit Optimismus, mit Verheißung. Es ist ein Glücksbringer und es ist letztendlich die Karte der Hoffnung. Hast du deine Hoffnung verloren? Hast du mit der Begeisterungsfähigkeit auch dieses Leuchten verloren? Schau mal genau hin, denn dies sind die Einflüsse, die aus der Vergangenheit bestehen.
Was ist jetzt ein Einfluss für die Gegenwart im Reich der Träume? Für die Gegenwart ist es wichtig, auch wieder träumen zu dürfen. Auch hier sehen wir Sterne, also dass die Zuversicht wiederkommen darf. Und mit dieser Karte ist jetzt in diesem Kontext für mich weniger das Träumen als Sprache des Unbewussten in der Nacht gemeint, sondern auch das Tagträumen. Wer will ich denn sein? Wer ist denn mein dieses Selbst, dessen ich mir bewusst sein soll? Was muss ich denn mir erträumen, um in die Fülle zu kommen? Und damit ich wieder auch die Begeisterung leben kann und die Zuversicht. Beschäftige dich mal mit den Tagträumen. Die Ahnen. Dieser gegenwärtige Einfluss zeigt, dass es auch jetzt wieder wichtig ist, Themen aus der Vergangenheit und aus der Ahnenreihe aufzuarbeiten. Damit ist einerseits das Karmische gemeint, was wir als übertragene Werte über Generationen mitbekommen haben, die zum Teil auch sehr destruktiv sein können, aber auch aus diesem Leben, was ist an Glaubensmustern, an Programmen, an Verhaltensmustern in dir noch in deinem inneren Kind verankert und macht dir das Leben schwer. Schau mal genau hin, was gilt es da aufzuarbeiten? Du hast jetzt die Möglichkeit, das zu transformieren, um zu reifen und zu wachsen, und schau genau hin und nimm dir auch Zeit dafür. Die drei der Kelche. Die drei der Kelche ist eine ganz, ganz positive Karte. Sie spricht von einer Hochzeit, sie spricht von Freude, sie spricht von einer Unbeschwertheit, von Dankbarkeit. Also eine ganz, ganz schöne Karte und das ist ein gegenwärtiger Einfluss. Jetzt stehen die Sterne so gut. Du kannst jetzt, wenn du deine Themen bearbeitest, wenn du dir erlaubst, Tag zu träumen, was du sein möchtest, wie du dein Selbstbewusstsein leben möchtest, dann stehen alle Sterne so gut, dass du das auch in eine Freude umwandeln kannst, in eine Hochzeit. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht sogar die Hochzeit und dass die Hochzeitsglocken läuten werden. Auf jeden Fall geht es um Unbeschwertheit, um Dankbarkeit. Sei auch dankbar für alles, was noch Schönes in deinem Leben ist. Halte dich nicht so sehr mit dem auf, was dir deine Begeisterung, deine Zuversicht genommen hat, sondern schau mal, was alles noch Schönes da ist. Was kannst du jetzt tun? Wer bin ich? Stell dir diese Frage, wer bin ich? Du letztendlich bist die Person, die sich verankern kann. Du kannst es nicht von einer anderen Person oder von deinem Umfeld erwarten. Auch wenn wir Anker finden in der Familie oder im Freundeskreis, so ist dies keine Bedingung, sondern ein wunderbares zusätzliches Geschenk. Aber verankern können nur wir uns selbst. Und dazu ist es sehr wichtig, dass wir uns unseres Selbstes bewusst werden. Wer bin ich? Also denke mal darüber nach. Wer bist du denn, wenn du alles weglässt, was du benennen kannst? Dein Name, deine Wohnsituation, eventuell eine Krankheit, dein Status, deine existenzielle Lage. All das bist du nicht. Alles, was du benennen kannst, bist du in deinem innersten Kern nicht. Beschäftige dich mit dieser Frage. Was, wer bin ich? Die Harmonie. Und dann schau, dass du wieder in die Harmonie kommst. Wenn du dich mit deinen Themen beschäftigst und destruktive Muster auflöst und transformierst und die Freude, die Dankbarkeit wieder entdeckst, dann wirst du in deine Harmonie kommen. Wobei mit dieser Harmonie nicht gemeint ist, dass alles nur Licht und Freude sein soll, sondern diese Harmonie meint, dass alles integriert ist. Licht und Schatten. Sonst sind wir nicht ganz. Das ist sonst kein Gleichgewicht. Also Harmonie ist immer eine Balance und ein Gleichgewicht. Und das heißt, alles wird integriert so, wie es ist. Dann haben wir noch das Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter ist eine sehr positive Karte. Sie symbolisiert eine Chance, die vor uns liegt. Sie sagt aber auch, dass wir mit der schneidenden Klinge des Schwertes ganz klar für uns analysieren und Entscheidungen treffen sollen. Also jetzt ist es wichtig für dich, dir klar zu werden, wer bist du und wie kannst du in deine Harmonie kommen und diesen Weg beginnen zu gehen, weiterzugehen oder mehr zu gehen. Das ist jetzt wichtig. Und wo wird es hinführen? In die bedingungslose Liebe. Auch hier geht es um Harmonie. Wir sehen hier, dass das Wasserelement integriert ist durch die
Flosse, das ist ja eine Nixe und Wasser steht immer für Emotionen und andererseits ist ja auch das Luftelement integriert durch die Flügel, die er hat und das Vögelchen, das auf dem Zylinder sitzt. Also hier geht es auch um Integration, hier geht es auch um Harmonie und hier geht es um Liebe, denn wenn wir in Harmonie sind, sind wir auch in der Liebe. Bedingungslose Liebe, mit dieser Wortkombination tue ich mich etwas schwer. Es gibt viele Facetten der Liebe, aber letztendlich wird doch eine reine, wahre Liebe bedingungslos sein, denn sonst wäre sie nicht die wirkliche reine Liebe. Das ist aber ein schwieriges Thema und ich glaube, solange wir im Menschsein sind, solange die Harmonie aus einer Bipolarität besteht, aus Licht und aus Schatten, werden wir die Liebe in vielen Facetten leben und erleben dürfen und dieses Bedingungslose nur sehr bedingt antippen können. Das ist meine persönliche Meinung. Aber es geht darum, in die Liebe zu kommen. Und in die Lebendigkeit. Hier haben wir auch wieder das Licht. Die Lebendigkeit, Blumen, die Natur. Wir haben die Kolibris, die ja auch für eine Leichtigkeit, für eine Unbeschwertheit, für eine Freude stehen. Und die so schön symbolisieren, dass das alles in etwas sehr Kleinem stattfinden kann. Denn der Kolibri ist ja eine ganz, ganz kleine Vogelart. Aber eine ganz fröhliche und lustige. Und es gilt wieder in die Lebendigkeit zu kommen. Es gilt wieder unsere Begeisterungsfähigkeit zu finden, wieder in die Zuversicht zu kommen, damit wir uns wieder lebendig fühlen können, damit wir uns unserer selbst bewusst sein können und damit wir die Frage beantworten können, wer bin ich denn? Und das führt in die Sonne. Ja, ganz wunderschön. Hier haben wir die Sonnenkarte. Die Sonne ist ja ein männliches Symbol im Gegensatz zum Mond, der die Weiblichkeit verkörpert. Die Sonne steht für Kraft, für Lebendigkeit, für Wärme, für nach außen zu gehen. Und letztendlich passen diese Karten ergänzend wundervoll zusammen. Es geht darum, in die warme Lebendigkeit zu kommen. Und warme Lebendigkeit ist natürlich auch Liebe. Dann schauen wir mal, ob es Zusatzimpulse gibt, die noch wichtig sind. Der Schatz der Erinnerungen. Das passt für mich sehr gut zu der Karte Themen auflösen aus diesem oder vorigen Leben, denn wir tragen alle viele Erinnerungen in uns. Und das ist auch richtig und wichtig so und auch das macht unsere Harmonie aus, dass Erinnerungen dabei sind, die sehr fröhlich und schön sind und Erinnerungen, die sehr traurig oder destruktiv sind. Jetzt geht es aber darum, was machen diese Erinnerungen mit uns heute? Den Schatz der Erinnerungen, den sollst du nicht loslassen, egal um welche es sich handelt. Es wird immer ein Teil von dir bleiben. Aber was es mit dir macht, das kannst du jetzt neu entscheiden. Lass ich diesen Schatz der schwierigen Erinnerungen, der traurigen Erinnerungen, im Sinne von, es betrübt mich immer noch oder es macht mir das Leben immer noch schwer, lässt du ihn los wie einen Luftballon, wo du einfach nur die Schnur loslassen kannst? Das solltest du jetzt tun. Das Licht, da haben wir schon wieder das Licht. Das hatten wir ja auch in der Sonne und das zeigt uns, dass wir diese Karte im Wo führt es hin und als Zusatzimpuls haben, zeigt uns, wie wichtig das ist, diese lebendige, lichte Seite jetzt wieder in den Vordergrund zu stellen, was wir so ein bisschen verloren hatten, diese Begeisterungsfähigkeit, diese Zuversicht, der Stern, der wieder leuchten darf, die Verbundenheit wieder zu fühlen mit allem, mit allen. Das ist jetzt die lichte Seite, die gilt es jetzt wirklich hervorzuheben. Und diese dunkle Seite, diese Schattenseite zu sehen, zu integrieren und dann aber auch Schattenseite sein lassen zu können, indem wir diesen Schatz einfach loslassen können. Und da haben wir als letzte Karte den Narren. Der Narr ist auch eine ganz tolle Karte, die steht für Verspieltheit, für Verrücktheit, für Neugier, für ganz viel Kindliches. Und da muss ich natürlich wieder an das innere Kind denken. Wenn wir es befreien, dann darf es verspielt sein, dann darf es verrückt sein, dann darf es albern sein. Dann wird es nicht mehr für alle Albernheit reglementiert. Und hier haben wir den Fuchs auf der Karte. Das zeigt auch, dass dieser Narr nur auf den ersten Blick ein Verrückter oder ein ja nicht ernstzunehmender Mensch ist, der ganz viel Klugheit beinhaltet. Also der Narr war ja früher, der Hofnarr wurde ja früher viel auch genommen, um Dinge zu analysieren, um dies in eine Wortform zu packen, die einerseits sehr klar und deutlich und auch wahr war, aber die andererseits so verpackt wurde, dass man drüber lachen konnte.
dass das Ganze seine Schärfe verloren hat. Man könnte es vielleicht so ein bisschen mit einem guten Satiriker heute vergleichen. Das ist die letzte Karte und ich finde, sie ist ein wunderbarer Brückenschluss zu oder Brückenschlag zu der ersten Karte. Es geht darum, dass du dir deiner selbst bewusst bist. Und es geht darum, dass du deine Themen löst, dass du das innere Kind befreist. Und dann kannst du deine ganzen Seiten in deiner Harmonie leben. Die analytische Seite, die kluge Seite, hier der Fuchs, aber auch die verspielte Seite, die fröhliche Seite, die das innere Kind symbolisiert, wenn es denn seine Themen erlöst hat. Und das symbolisiert auch der Hofnarr oder der Narr. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt etwas mit dieser Legung anfangen. Ich finde, die Karten haben den Oktober sehr schön gezeigt. Ich freue mich über ein Like oder über einen Link, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich auch darüber, wenn du meine Seite weiterempfiehlst oder diesen Kanal abonnierst und schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Ich wünsche dir eine fried- und freudvolle Zeit für den Oktober 2021.